In der Regel sind Frauen traumatisiert nach solchen sexuellen Übergriffen. Und da diese sexuellen Übergriffe häufig tatsächlich im sozialen Umfeld geschehen, überlegen sich viele Frauen, ob sie nun Anzeige erstatten wollen oder nicht. Wenn die Frauen zur Polizei gehen, wird automatisch ermittelt, weil es sich um eine Straftat handelt. Die Frauen sollten sich sofort in die Krankenhäuser begeben, tagsüber natürlich zum entsprechenden Gynäkologen und in der Nacht oder nach Schluss der Praxisöffnungszeiten in die Krankenhäuser. Wir haben hier in Gelsenkirchen die drei Kliniken, in denen gynäkologische Abteilungen sind, mit im Boot. Dann wird die Frau gynäkologisch untersucht, anonym, das heißt, die Frau bekommt eine bestimmte Chiffrenummer. Der Name wird zwar registriert, aber die gesamten Proben und alles wird unter einer bestimmten Chiffrennummer entnommen und gespeichert. Die Frau behält die Nummer. Diese Spuren werden getrocknet und halten sich über 10 Jahre. Die DNA in diesen Spuren können Sie nach 10 Jahren noch nachweisen. In der Zwischenzeit kann sich die Frau überlegen, ob sie gegen den Täter Anzeige oder die Täterin Anzeige erstatten will.